Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im Oktober 2014 wurde sie vorgestellt, die neue GoPro HD Hero 4. Es gibt sie, wie auch schon bei der Hero 3 Plus, in der Black und Silver Edition. Die Hero 4 Silver ist im Prinzip wie die GoPro Hero 3 Plus, also von den technischen Daten, Videomodi und so weiter. Review von der 3 Plus Black habe ich euch hier verlinkt. Ja, dann wollen wir sie doch erstmal auspacken. Um die Kamera auszupacken, müssen wir als erstes diese beiden Laschen, die an den Seiten der Verpackung sind, abziehen, damit wir die Kamera von diesem Cover, was hier außenrum ist, befreien können. Wenn wir diese beiden Laschen abhaben, dann können wir einfach diesen Kasten hier da rausziehen und das Cover können wir wegstellen, denn das brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir noch dieses zweite Klebeband, was hier drum ist. So. Dann können wir den Deckel abnehmen. Die Kamera schieben wir erstmal zur Seite, die brauchen wir erstmal nicht. Kommen wir mal zu dem, was noch in der Box mitkommt. Als erstes kommt unglaublich wichtiges Papier mit. Einmal ist das ein kleines Handbuch, noch ein Handbuch, GoPro-Sticker, ein dickes Handbuch, das auf Englisch und auf Deutsch ist, Sicherheitsinformationen und noch mehr Papier. Außerdem befindet sich noch so ein großer Schnellverschluss, ein USB-Kabel, der 3-Wege-Arm und eine geschlossene Tür. Diese ist allerdings nur bis 3 Meter wasserdicht, denn sie hat diese Folie noch hinten drauf, damit wir das nur bei der Silver Edition vorhandene LCD-Display auch bedienen können, wenn die Kamera wasser- bzw. staubgeschützt ist. Und eine ganz offene Tür, GoPro nennt das Skeleton Backdoor, da ist hier zwischen gar nichts. Des Weiteren kommen noch 2 Klebepads und dieser Gummidämpfer mit. Und natürlich der Akku. Der Akku wurde übrigens neu designt, da er nicht wie bei der GoPro Hero 3 oder auch der Hero 3 Plus so von hinten eingesteckt wird, sondern jetzt bei der Hero 4 von unten in die Kamera hineingeschoben wird. Widmen wir uns nun mal der Kamera an sich. Diese müssen wir zuerst von der Platte hier entfernen. Dafür drücken wir diese beiden Hebel des Schnellverschlusses zusammen und schieben sie nach vorne raus. Kleiner Tipp, diese Platte hier könnt ihr von der Box lösen. Schmeißt die nicht weg, die ist wirklich ein super Stativ. Das ist sie also, die neue GoPro HD Hero 4 Silver Edition. Ja, wo sind jetzt die Unterschiede zu der Hero 3? Naja, in erster Linie die Lichter, die befinden sich jetzt nämlich neben dem Display. Und in der Silver Edition besonders auffallend das Touch-Display. Um sie jetzt benutzen zu können, müssen wir noch den Akku einlegen und natürlich diesen meiner Meinung nach etwas kitschigen Sticker hier hinten drauf entfernen. So. Wie mache ich jetzt den Akku da rein? Ganz einfach, hier unten ist ein kleiner Hebel, den muss ich eindrücken. Und dann öffnet sich hier unten eine Klappe, wo ich den Akku einfach reinschieben kann. So viel erstmal zur GoPro HD Hero 4 Silver. Wenn ihr Lust auf ein Review oder einen Vergleich mit der Hero 3 Plus Black Edition habt, dann schreibt uns das doch in die Kommentare.